Und bei uns ist Errol Marklein. Er ist zuständig für die Organisation des Handbikes. Herr Marklein, was gibt's zu berichten? Wie weit sind die organisatorischen Dinge gelöst? Beziehungsweise was für Favoriten kann man erwarten beim MLP-Marathon 2011? Ja, ich kann glücklich davon sprechen, dass die Organisation steht. In Mannheim brennt nichts an. Also das haben wir jetzt, der Mann vom Polizeichef, von der Polizei hat gerade gesagt, das haben wir jetzt 7-mal geübt und beim 8-mal wird es genauso funktionieren. Sind wir sehr beruhigt und die Favoriten werden alles geben. Und die sind namentlich Arkadiusz Czepinski aus Polen, der Vorjahressieger. Dann haben wir den Marathon-Weltrekordhalter Vico Merklein am Start. Und wir haben auch hier Lokalmatadoren vom Otto-Bock-Team, Thorsten Purschke und Tobias Knecht. Und ich glaube mal, die vier werden sich da sehr beharken, um dem Publikum einen spannenden Wettbewerb zu liefern. Und was ist das Besondere an Mannheim? Ja, wir sind es gewohnt, wir gehen zu großen Stadtläufen hin, da startet man dann, auch Berlin, muss ich jetzt auch sagen, Siegessäule. Ja, das ist ein wahnsinniges Erlebnis, man fährt da einmal durch, kommt dann ins Ziel, aber dann fährt man auch gleich nach Hause. Und hier ist die besondere Atmosphäre eben die, dass man da bleibt. Ja, man hat die Gelegenheit, dann auch die Läufer noch anzuschauen, wenn sie ins Ziel reinkommt. Die Gastronomie um den Wasserturm rum bietet sich an und da kommt es dann eben auch zu Gesprächen zwischen Sportlern. Und wenn man mit dem Handbike neben einem Fußgänger, Läufer hergehechelt ist, dann hat man darüber herrlich zu berichten dann hinterher. Und das ist in Mannheim einzigartig. Und was sagen Sie zu den Favoriten, beziehungsweise ist ein Rekord drin? Ja, also das Wetter deutet darauf hin. Also wir haben, was die hohen Temperaturen angeht, da eher auch wieder einen kleinen Vorteil. Sind da nicht von negativ betroffen. Ich würde tippen, dass der Streckenrekord fällt, auf jeden Fall. Und alles, was darüber hinausgeht, schauen wir mal. Aber es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Streckenrekord fällt. Vielen Dank für dieses Statement und viel Erfolg am Samstag. Dankeschön. Danke.